Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Mit dabei ist der Darko, den ich gleich entmuten werde. Oder er wird sich entmuten und ich entmute mich. Und dann geht's direkt weiter. Wenn er denn da wäre. So, was machen wir denn? Wir werden uns um die Drachenbeschwörung kümmern. Wie immer, so. Ich werde mich erstmal hinlegen und schlafen. Du bist nass. Ja. Genau so. Habe ich denn alles dabei, was ich brauche? Ja, habe ich. Schön, schön, schön. Scheiß Mücke. Hier, genau. Da hat er alles. Ja, 13 Stück noch. Ja, okay. Na, Darko, wo bleibst du denn? Hier mit! Gib mir mit! Oh Gott, Entschuldigung. Oh, das haben wir hier unten drin. Ah, okay. Dann so. Hä, was habe ich denn jetzt? Nein! Wo hing der denn? Hä? Was ist denn das, Alter? So. Darko, wir warten auf dich. Können wir noch nehmen? Und die können wir noch nehmen. Und ich hoffe, das klappt immer noch. Ich kann mich nicht setzen. Ey, was mache ich denn hier? Warum ist das so und so? Jetzt. Jo, 4 Minuten verstrichen, Darko ist aber noch nicht da. Pech. Da ist er. Dann komm mal drauf. Bin schon mal aufnehmen. Jetzt mit 4 Minuten war ich nicht weg. Ich nehme schon seit 4 Minuten 40 auf, doch. Du warst länger weg. Ich war voll auf einer Wohnung hoch.
glaube aber, ich habe schon Silberrüstung-Teil da an. Na, bevor du dann aus dem Haus rausrennst, erstmal Richtung Betten gucken. Adventures Thunder oder was? Genau, guck dir den Jarl an dieser Welt. Leute, du bist genau vorm Tisch gespawnt. Draußen vor der Schmiede steht etwas für dich. Nichts zu übersehen. Ja, aber du wusstest schon, was ich habe, was nicht. Genau. Ich hoffe, ich schaffe das bis zum Wasser. Und das Silberschwert sieht eher aus wie ein Degen. Genau. Dago, kommen Sie her. Es gibt da nämlich etwas, was ich herausgefunden habe. Oh je. Yeah. Ja, ich warte hier beim Wasser auf dich. Ja, ich weiß, bin ja unterwegs. Sehe ich nicht. Ja, ja. Warte, jetzt? Ja. Jetzt? Wo kann ich das? Kannst du mal bitte das Boot hier wegfahren? Ich kann mich nämlich nicht bewegen. Dago! Warte! Nein, zu wenig Ausdauer! Warte. Warte, jetzt. Ein neues Boot! Hat er doch gesagt, es gibt noch weitere. Wie viel passt da rein? Eine ganze Kiste. Wo ist vorne, wo ist hinten? Das hier ist vorne. Junge, ist das fett! Damit kommen wir definitiv nicht durch Nebenstraßen. Platz für eine ganze Kiste. Und ja. Kann man hier drauf noch Kisten bauen? Das wäre natürlich geil. Natürlich nicht. Schade. Das nur, weil ich Eisennägel in die Hand genommen habe. Hätte ich dir aber. Ja, egal. Mit welchem wollen wir zum Drachen fahren? Du darfst entscheiden. Ich würde sagen, mit dem Kleinen, oder? Weil das ja ein Gebiet ist, das wir noch nie aufgedeckt haben. Ja, gut. Aber vielleicht hat das Große dann auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf. Das werde ich jetzt testen. Ich kann dich auf jeden Fall wegschubsen. Rückenwind ist das gerade. Holy! Ich brauche einen Bootsführerschein. Nee, das nicht. Ja, was war das dann? Dago, je größer das Boot, umso größer der Wendekreis. Das ist dir hoffentlich bewusst, oder? Ja. Ja. Aber ich hoffe, dir ist es auch bewusst. Das Ding ging aber gerade ab wie Schmitz Katze. Ja, ja. Und das hat mehr Speed auf jeden Fall. Selbst beim Rückwärtsfahren. Warum spielen wir das Spiel nochmal zu zweit? Und nicht mit 8 Mann? Weil du zu faul bist, für 8 Leute Rüstung herzustellen. So, jetzt muss ich das nur noch zum Stehen bringen. Und rüberspringen. Steht. Erforderliche Werkstattstation. Nicht in der Nähe. Okay.
Was ist dafür mal los? Oh. Wir müssten erst einmal die Eier mit besorgen, Darko, würde ich sagen. Und da okay, musst du sowieso... Da muss ich besser anfahren. Ja. Alter. Jetzt geh... Ja. Oh Gott. Diese Wölfe, ey. Aber zum Silber und Kupfer und so weiter fahren ist das Boot echt geil. Was war das? Ich wollte das Ei eigentlich hier einlagern. Ja, nicht so. Ich verwechsel das immer. Ich bin in letzter Zeit Minecraft-Sprints gewohnt und dadurch drücke ich natürlich STRG. Und hier ist Sneaken. Ja, aber das erklärt doch nicht dieses Rausschmeißen, was du gerade... Das wüsste ich auch nie. Das ist vielleicht, weil du weitergefahren bist und sich das dann wie bei Minecraft, wenn du eine Kiste öffnest, aber zu Boden fällst. Ja, genau. Hä? Oh. Man sollte die Eier reinmachen, anstatt raus. Hast du alles dabei? Essen, trinken, bla bla bla. Frage, brauchen wir das Boxmate überhaupt? Mit der Rüstung nicht mehr. Bist du komplett geschützt. Ah, okay. Und du hast auch den coolen Drachenhelm, ey. Weißt du, wie lange der gedauert hat? Um die scheiß Drachenköpfe zu farmen? Schon wieder raus! Dabei habe ich in die Kiste reingeguckt und das Boot kriegt Damage. Durch was? Da ist nix. Ach komm schon. So. Das habe ich mit. Jo, so let's go. Sagen ja, Moment, ich muss mich auch noch ausrüsten. Scheiß Hund, ey, verpiss dich. Mein Hammer lasse ich auf jeden Fall hier. Bogen nehme ich mit Picke. Apropos, das sind ein paar viele Wölfe. Wo kommen die alle her? Oh. Was hast du gemacht? Nix. Die hatten Hunger. Und die haben mich mit ihrem treu doofen Blick angeguckt. Achso, ich dachte, jetzt ist das Ding da oben abgemacht. Was? Nee, nee. Da sind auch ein paar drin. Stellt Gesundheit wieder her. Stellt Ausdauer wieder her. Ja, Gesundheit und Ausdauer auf jeden Fall. Und ein paar mehr Pfeile würde ich sogar mitnehmen wollen. Die machen 42, die machen 22, die machen 26 und 52 Gift. Ich nehme mal Giftpfeile mit. Ich habe Bronzepfeile mit. Ich habe Eisenpfeile und Giftpfeile, jeweils 100 Stück. Halt, warte. Vorsichtshalber, Eis und Feuer verträgt sich normalerweise nicht. Scheiße. Hilft es ja. Keiner hat was gesehen. Ich hab's gesehen, also schämlich. Ich dachte, ich hab den Hammer noch in der Hand, ich wollte die Kiste abbauen. Warte mal, da muss ich ja jetzt fahren oder siehst du auch, wo der Drache ist? Ach nee, du müsstest den auch sehen. Ja, sehe ich. Ich fahre. Wir haben nämlich Rückenwind. Und wenn wir wiederkommen, ist unser neues Boot im Arsch. Warum? Weil, keine Ahnung. Jetzt habe ich die Pick doch mitgenommen. Shit.
Wäre es nicht eigentlich besser gewesen, dahin laufen mit einem Teleporter zurück, mit einem, dann mit Bauressourcen für ein Boot dahin und mit dem Boot zurück? Das wäre mit dem Boot hin wegen den Eiern. Eigentlich wäre ich hier durch die Meerenge rein. Hast du noch schon dabei? Ja, ich hab die Map auf und für mich auf der Map sah es gerade so aus, als wär's. Ich muss bei der Map erstmal wieder ranzoomen. Ich war nämlich ganz weit rausgezoomt. Ist das das erste Mal, dass wir durch fest? Ja, Entschuldigung, hab gerade schon KW gesoffen. Ja, das erste Mal fahre ich hier durch, sonst bin ich immer nur am Rand lang gelaufen. Ich hab da. Ich schon mal AD-Boot. Ich hab da gerade eine Nixe überfahren. Das ist normal. Ich fahr aber auf Halbmast, sicher, sicher. Ich fahr hier sogar auf Nullmast. Teilweise. Achtung, Stein. Genau, gesehen. Schade, ich wollte die Nixe überfahren. Das Boot kriegt. Alter, das Boot! Was? Ist fast kaputt. Wie ist fast kaputt? Hä, hey, das ist doch fast kaputt, oder wenn die Dielen weg. Bei mir sind die Dielen nach außen. Dann müssen wir irgendwo, wo Wald ist, anhalten und mal Hammer bauen und Werkbank und reparieren. Test. Hä? Ja, nicht von deinen. Dann muss das aber schon vorher Schaden gehabt haben, bevor wir los sind. Schaden auf jeden Fall, aber es war noch nicht so gedamaged. Von der Textur her, sonst wäre ich damit ja nicht losgefahren. Komisch. Dann würde ich sagen, machen wir hier gleich einen kurzen Stopp und bauen mal schnell einen Hammer und eine Werkbank. Brauchen wir ungefähr 15 Holz und 5 Steine, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Holz schnell. Das ist nicht das Problem. Ja, Steine gibt es ja hier en masse. Holz weiß ich noch nicht, wie ich es bekomme. Ich habe keine Angst. Das kann ich machen. Willst du es hier machen oder willst du weiterfahren, bis wir da durch sind? Nee, wir machen das gleich hier. Wenn er mal rückwärts fahren würde. Sammel doch die kleinen Steine auf, die hier rumliegen. Wieso? Ich hab doch schon 10 Steine. Ja, und der Stein sieht kacke aus. Juckt mich in welcher Hinsicht? In jeder Hinsicht. 14 Holz. Guck mal, mal welches. Wie viel. Ja, weil du die Steine hast, mach den Hammer und die Werkbank. Ich ebne hier mal ein bisschen ein. Ansonsten komm hier runter und werf's mir mal zu. Extra Platz für eine Werkbank gemacht. Hammer. Hab ich dir hingebracht. Oh. Yay! Wie viel hat das noch? Ja, ein Fünftel, ein Sechstel vielleicht. Man kann's losfahren. Du.
20, ja gut. Da beende ich jetzt kurz die Folge und wenn irgendwas Besonderes ist, starte ich die nächste Folge. So, viel haben wir nicht gemacht, aber da kommt seine komplette Wolfsrüstung mit Drachenhelm. Wir haben ein neues fettes Langboot mit babamäßig viel Platz und wir werden jetzt zum Drachen fahren. Unterwegs werde ich natürlich ab und zu die Aufnahme nochmal starten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.